Kurz vor Essen kam nochmal ein Paket aus Taiwan bei uns an. Unter anderem war da eine der Sozo-Games-Neuheiten enthalten, und zwar Minipark. Sozo hatten wir schon mal im Programm, beziehungsweise haben wir euch schon mal vorgestellt mit Castle Crush vor einigen Jahren. Und die haben jetzt ein Legeplättchenspiel rausgebracht für Familien. Kann man zu zweit mit bis zu vier Personen, glaube ich, spielen. Genau, na, tatsächlich sogar 2 bis 5. Und ja, hat einfache Regeln. Wie das Ganze funktioniert, zeigen wir euch gleich in einem Gameplay. Man kann es auch Advanced spielen, darauf gehen wir am Ende des Videos nochmal ein. Und dann geben wir mal ganz kurz einen ganz kleinen Ersteindruck ab, weil wir haben es tatsächlich jetzt vor der Messe nur einmal, nee, zweimal vorher gespielt. Wir spielen das Spiel jetzt mal zu zweit. Wir haben keine Farben bei dem Spiel. Was es gibt, ist Siegpunkte und Plättchen und noch Spezialplättchen für die Endsiegpunkte. Zu Beginn wird ein Plättchen offengelegt. Das ist ein Naturplättchen. Davon gibt es sowohl Bäume als auch Seen. Und wenn man am Zug ist, nimmt man jetzt entweder eins der zwei offenliegenden oder, wenn einem die nicht gefallen, nimmt man ein verdecktes und legt es an. Dabei gibt es Punkte. Und ja, wenn man möchte, kann man auch auf seinen Zug verzichten und nimmt stattdessen hier ein Mannequin und muss das einsetzen und kriegt am Ende des Spiels Punkte für das Mannequin. Gut, ich würde jetzt erstmal bauen. Ich nehme mal ein verdecktes. Das ist eine Straße. Die lege ich hier an, zum Beispiel so. Wichtig bei den Straßen ist, sie müssen weitergeführt werden. Ich würde jetzt Punkte bekommen an jedem Eck, wenn ich an einer Straße andocke. Das tue ich nicht. Plus zusätzlich Punkte für jedes Naturteil, das um meinen Teil drumherum liegt. Bei mir liegt ein Naturteil drumherum, nämlich ein Baumfeld. Das heißt, ich kriege einen Siegpunkt und dann ist die Bernheit dran. Das ist dann auch ein Siegpunkt. Wenn man ein Naturteil anlegt, das mache ich jetzt mal gerade, den Baum zum Beispiel, dann kriege ich Siegpunkte je Plättchenart, die anliegt, und zwar zählen dabei die Naturplättchen separat, also ein Wald liegt hier an, wenn hier noch ein zweiter Wald wäre, würde der nicht zählen, weil es derselbe Wald ist, aber ein Wald, ein Busch und ein Spielplatz, das heißt, es sind 3 Punkte, es könnte jetzt noch eine Parkbank geben, die habe ich halt nicht, und ein Wasser, dann hätte ich sogar noch mehr bekommen. Das sind dann einfach 1 Punkt. Jederzeit kann man jetzt, wie gesagt, auch auf seinen Zug verzichten und sagt, ich will da so einen Mannequin haben. Bei mir wird es sich jetzt zum Beispiel lohnen, hier die Straße anzusetzen. Dann riskiere ich aber, dass die Bernheit den Arbeiter nimmt zur Wertung. Das heißt, ich fange hier einfach mal eine neue Straße an und bekomme dafür jetzt, der hängt an 2 Naturplättchen, 2 Siegpunkte. Das sind 1, 2. Eins, dann Parkbank und Wald sind also insgesamt 3. Ach Quatsch, Parkbank zählt da ja gar nicht, warum sagst du nur nichts? Ja, nur Wald. Na gut, dann setze ich hier mal das Vöglein. Oh, den habe ich jetzt auch gesetzt. Der Vogel muss auf den Baum gesetzt werden bei den Basisregeln und die Bernheit kriegt am Ende des Spiels jetzt 2 Siegpunkte für jedes benachbarte Baumteil. In ihrem Fall wären es aktuell 4, dass sie maximal auf 6 hochbauen kann. Das heißt, wenn ich das verhindern will, müsste ich jetzt irgendwo anders die Bäume hin platzieren. Ich könnte natürlich auch noch, wenn ich ihn da hin platziere. Könntest du theoretisch also mehr kassieren? Ja, ist besser. Könnte. Muss aber nicht. Nein, muss nicht. Aber es bietet mehr. Achso, die Berner hat übrigens eine Regel vergessen. Wenn sie hier ein Mannequin nimmt, darf sie eins von den 2 Sonderplättchen platzieren. Hier kriegst du sofort 4 Siegpunkte und das zählt als Busch oder als Parkbank oder als, ich glaube, noch irgendwas. Bench, Playground oder Busch. Okay, dann kriegst du sofort 4. Hast du den normalen Zug gemacht? Nee.
Gut, dann würde ich jetzt auch mal hier so einen Arbeiter nehmen. Ich nehme in dem Fall den Arbeiter. Der muss auf einer Parkbank platziert werden und bringt nachher pro Parkbank auf dieser Straße 2 Siegpunkte. Und ich darf dann den hier platzieren. Der zählt als Parkbank unter anderem oder als Busch oder als Kinderspielplatz. Als Parkbank wäre aber ganz gut für mich. Das heißt, ich setze den hier nochmal dran. Der bringt mir aber keine Siegpunkte beim Anlegen. Ich nehme natürlich den hier. Das sind im Prinzip alle Regeln jetzt im Verlauf des Spiels. Wir spielen jetzt kurz die Partie zu Ende und dann seht ihr mal, wie die Endrechnung gemacht wird. Maximal darf man zwei von diesen Sonderplättchen benutzen, wenn man denn zu zweit spielt. Ansonsten immer nur einen und theoretischerweise gibt es auch noch die erweiterten Regeln. Aber wir spielen jetzt erstmal die Partie zu Ende. Gut, jetzt endet die Partie, weil jeder von uns, warte mal, ich kann bei mir noch umwandeln. 3, 4, was ist das denn, nicht ein 20er? Jetzt endet unsere Partie, weil alle Plättchen gelegt worden sind und jetzt wird die Endwertung gemacht. In meinem Fall kriege ich jetzt nochmal 2 Siegpunkte pro Parkbank, die auf der Straße ist. 1, 2, 3, 4, 5 sind also 10. Und die Bad bekommt einen pro wie lang die Strecke ist beim Radfahrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Der Fisch bekommt 2 pro Wasser, das benachbart zu ihm ist, also 6. Und der Vogel bekommt 2 pro Wald, der benachbart ist, also auch 6. Und dann rechnet man sich aus, wer gewonnen hat. Ich hätte jetzt hier 30, 36, 37, 38, 39, 40. 30, 35... 40, 41. Okay, hat die Bern um einen Punkt gewonnen. Jetzt natürlich noch die Frage, was ist anders, wenn man das Spiel in Advance spielt? Also zum einen liegen dem Spiel verschiedene Plättchen bei, wo man immer nur 2 reinbringt ins Spiel. Aber das sind die Plättchen, die man bekommt, wenn man hier ein Wertungsplättchen nimmt. Da gibt es ein leeres Plättchen. Die Straße kann einen Kreis bilden. Es gibt Abzweigungen, dass die Straße nach links und rechts geht. Es gibt einmal, dass die Straße unterbrochen wird, das zählt dann auch als Unterbrechung, aber auch die Landschaft wird unterbrochen, das haben wir noch nicht erklärt. Es gibt einmal, dass die Straße verbunden ist und die Landschaft verbunden ist und es gibt einmal hier ein Plättchen, das als See und als Wald gilt. Genau, wenn man das Spiel in Advanced-Regeln spielt, dann kommen die Plättchen hier auch ins Spiel, sie werden aber gedreht und dann ist der Gag, dass die anderen auch noch dazu kommen, dann ist der Gag, dass die hier noch nebendran kommen von den Plättchen dann. Zum Beispiel so. Und jedes Mal, wenn man ein Plättchen nimmt, kriegt man automatisch das grüne Plättchen dazu. Und was heißt das jetzt, wenn ich zum Beispiel hier den Arbeiter nehme, kriege ich außerdem den Vogel dazu. Das heißt, die Hälfte der Punkte, die der Vogel macht am Ende des Spiels, kriege ich auch noch ab. Das heißt, man kann ein bisschen von den Punkten profitieren, die die Mitspieler machen. Und wenn man mit mehr Personen spielt, kriegt man ja auch nur ein Plättchen davon. Außerdem werden die Punkte ein bisschen anders da berechnet. Denn hier ist es zum Beispiel wichtig, wo die Straße gebaut wird in den Advanced-Regeln. Dann ist das hier nämlich der linke Abschnitt, das hier wäre der mittlere Abschnitt und das hier wäre der rechte Abschnitt. Die Straßen teilen dann nämlich die Landschaft. Und zum Beispiel beim Arbeiter, der bringt dann 3 Siegpunkte pro Straße, die mindestens eine Bank hat. Und ist auf der längsten Straße, gibt es nochmal 3 Punkte. Der Fisch wiederum multipliziert sich einfach, wie viele Fische da sind, plus den Fisch, mal die Anzahl an Seeteilen, die werden dann multipliziert. Die Katze zählt nur auf ihrer Seite und die multipliziert sich mit allen Büchen plus 4 mal die Anzahl der Personen, die auf der Seite des Brettes sitzen. Das Kind zählt 3 pro Spielplatz weiterhin, aber nur in ihrem Bereich, wo das Kind spielt. Das heißt, wenn es jetzt hier spielen würde, würde es nur einen Spielplatz haben. Spielt es auf der Seite, hätte es sogar 2 Spielplätze. Und ja, der Radfahrer zählt genauso wie vorher, aber nur bis zu 6 zählt er 1 ab der 7. Strecke, also wenn man eine möglichst lange baut, zählt er sogar 2 Siegpunkte pro Radfeld. Und der Vogel, der wandert nachher sogar noch 7 Schritte. Und alle Bäume, die er dabei betreten hat, die zählen 3 Punkte. Das heißt, es ist thematisch, dass er von Baum zu Baum fliegt. Wobei, dann könnte es auch ein Affe sein. Genau, das sind alle Regeln von Minipark.
Das war Minipark, ein Spiel von Soso Games, die sozusagen in Essen ausstellen. Ist ein Verlag, den man üblicherweise nicht erreicht, weil er ja aus Taiwan kommt. Das heißt, wenn ihr auf ausländische Spiele steht, wo ihr nie im Leben sicher sein könnt, ob sie in Deutsch rauskommen oder nicht, die vorherigen von Soso kamen alle nicht in Deutschland raus, dann solltet ihr auf die Essen-Messe fahren, zum Stand von Soso gehen, es spielen, testen und wenn es euch gefällt, gleich mitnehmen. Ansonsten kommt man hier, wie gesagt, etwas schwierig ran. Vielleicht als Import, dann müsst ihr es aber verzollen, kommt Steuer drauf etc. Testet also in Essen, hat sehr, sehr einfache Regeln. Mir persönlich langt das normale Spiel, würde ich sagen. Ja, es gibt Advanced-Regeln, die machen das Ganze taktischer, machen mir persönlich das einfache Legespiel aber zu verkopft. Wobei, das ist jetzt schwierig zu sagen, weil wir haben es halt, wie gesagt, jetzt nicht oft genug gespielt. Aber ich persönlich würde hier nur das Grundspiel spielen und würde die erweiterten Regeln eher nicht auf den Tisch packen, weil mir das zu viel rumgedenken ist bei dem Spiel. Also ich müsste zu viel nachdenken, was ich jetzt sinnvoll in meinem Zug mache. Es kann aber auch sein, dass der Ersteindruck da falsch gegeben ist und das plötzlich dann doch, wenn man es ein paar Mal gespielt hat, ganz leicht ist und man da gar nicht so sehr verkopft denken muss. Ja, das war ein Legespiel Minipark, ist ein klassisches Familienspiel, jetzt eher nicht so das typische Vielspielerspiel und ja, gefällt mir jetzt erstmal nicht ganz so gut wie Castle Crush, weil bei Castle Crush war das Material ja so unglaublich schick mit dem ganzen Holzmaterial und die Spielidee war total ausgeflippt. Das hier ist eher eine ganz klassische Eurogame-Spielidee, umgesetzt halt von einem taiwanesischen Verlag. Ja, Minipark von Soso Games könnt ihr in Essen spielen, wie gesagt bei TBD im taiwanischen Panel. Da sind ja ganz viele taiwanische Verlage, da findet ihr auch Minipark.